Aber ich sag wieder Moin Moin auf YouTube. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Letzter Part aus dem Fett Super Sunday. Der Stream vom Sonntag. Vormittag bis Nachmittag, ne? Also Sonntag 5-Stunden-Stream. 5 Folgen waren das jetzt. Am Montag kam 3, am Dienstag 2. Und morgen geht es ganz normal wieder weiter mit normaler Länge Folge. Ja, wir haben gesehen zum Ende der letzten Folge. Irgendwie stand hier der LKW im Weg. Er ist leer. Da geht gar nichts mehr. Und ich versuche mal kurz, den kleinen Stück zur Seite zu schieben. Das geht ganz gut. Guckt euch das an. Muss ich nur vorne ein bisschen wieder rein und ein bisschen lenken. In die Richtung. Und dann haben wir das gleich. Ja, dann können wir den Radler, also einen Radler, da ziehe ich dann ab. Und dann holen wir uns diesen Greiferarm für die Ballen. Und mal gucken. Tipp im Chat gerade eben auch schon auf Twitch auf jeden Fall, da einfach starken Bauer nehmen. Ist richtig, ist einfacher. Ich dachte, ich versuche es einfach mal so. Mal gucken, ob das irgendwie, ne? Ist gar nicht so schlecht. Klappt doch gut. Einmal zur Tanke schieben. Ja, auf in die letzte Stunde kann man sagen, ne? Und heute Abend für die Interessierten ist natürlich noch Minecraft-Stream, ne? Um ca. Viertel nach 8, halb 9 werde ich versuchen, dieses neue Haus, den Palast weiterzubauen. Rohstoffe dafür müssen wir noch farmen und ja, einige Rohstoffe. Oh, haut er uns ab. Nicht gut. Aber es könnte reichen, oder? Noch nicht ganz. Tank ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ach, komm jetzt. Den Radlader nicht kaputt. Geht doch, Leute. Tanke. So, dann einmal austauschen. Ich lasse die Schaufel hier. Ich kaufe jetzt nicht noch einen vierten Radlader. Ich könnte es aber eigentlich. Das ist egal. Hat aufgehört zu regnen. Schöne Nachricht. Muss der denn noch helfen eigentlich auf dem Feld? Oh, ist auch. Ist fast wieder nichts übrig nach dem Regen. Und hängt die andere Ballenpresse irgendwo fest oder warum ist der hier noch nicht vorbei? Oder hängt er jetzt auf dem Fall? Ach ne, da oben ist er. Und da jetzt auch nichts mehr bei rum. Ja, der Regen hat echt wieder viel, viel vernichtet. Das kann man sagen. Aber vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht machen wir dann später irgendwann das andere Feld auch noch mit Ballen. Ich würde die Ballenpressen zumindest hier hinten zwischen die Windmühlen parken, da wo sie eigentlich dann die Ernte nicht stören dürften. Da stehen sie dann erstmal rum und gut ist. Wird auch langsam, also gleich, ne? Wir sind jetzt im frühen Sommer immer noch, das dauert nicht mehr lange, dann wird es wieder hell und dann können wir morgens mal gucken, wie viel in der Feuchtigkeit noch im Getreide steckt. Wo bin ich denn gerade eben gefahren? Oh, guck mal, hier stehen noch ein paar Paletten rum. Tomatensuppe und Hühnersuppe haben wir noch stehen lassen. Often. Hätte ich diese Schaufel eigentlich gekauft? Ja, einmal mit dieser Greiferschaufel arbeiten, ne? Das ist heute so ein Tag. Wir werden ja wohl noch, ja, mit Glück kriegen wir noch einen Super Sunday zusammen. Alle, wenn ihr eure Punkte zusammenhaut und alle in den Super Sunday Punkte wieder reinbuttert, dann kriegen wir ja wahrscheinlich schon noch einen Super Sunday zusammen. Aber da muss man überlegen, dann ist es bestimmt schon Mitte Oktober.
Und dann war's das, ne? Moin moin. Die Suppe brachte noch mal knapp 16.000 Einnahmen. Bei Geschwindigkeit hätten wir auch einfach noch einen kaufen können. Mal gucken, ob man mit dem so zurechtkommt, ob man dieses mit dem Greifen machen kann. Eigentlich kann man dieses Greifen auch wahrscheinlich mit einem Teleskoplader, ne? Oder so einem, diesen anderen Lader machen. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade den Radlader dafür nehme. Natürlich der schwerste hinten dran ist, ne? Aber... Habt ihr das schon mal gemacht? Habe ich noch nicht gekauft. Nur geguckt. Nur gucken, nicht kaufen. Bresel und Lade, Maschinenbau GmbH. Schön, schön. Da ist er. Ich dachte ja, das will ich einmal gemacht haben. Na, so ein paar Sachen im LS19, die man nie gemacht hat. Jetzt ist die Chance. Nee, das passt aber nicht gut. Oder? Ich glaube, das ist doch, das soll so. Aber ich glaube, ich habe bei dem wahrscheinlich das gleiche Problem wie mit Taste N, ne? Dass das alles zum Ende hin nicht mehr greift, Leute. Greift mir die Ballen nicht. Ballen greifen wir oder kann das nicht, weil das noch gar keiner zum Greifen ist. Ich weiß auch nicht, ob ich auf dem Joypad-Set belegt habe. Nicht so. Zuklappen geht. Wir werden sehen, wir fahren noch mal hin und gucken, wie es ist. Keine Ahnung. Ist ja klappt oder nicht. Ansonsten muss ich, ist ja erstmal für heute auch nicht einsetzbar. Dann muss ich fürs nächste Mal auch wieder die Tastaturbelegung generell noch mal wieder, ne? Einmal wahrscheinlich wieder rein, Steuerung Z sagen und dann nochmal rein und sagen Z und dann könnte es wieder funktionieren. Mal schauen. Andere Optionstasten gibt es da nicht, ne? Ich meine, sonst rasen wir immer nur mit voller Geschwindigkeit über die Felder und sammeln alles mit Autoload, ne? Easy Autoload. Das ist ja nun mal wirklich easy, der Autoload. Und letzte Chance im LS19 nochmal sowas zu machen. Wir haben ja, man muss ja auch sagen, wir haben ja alles erreicht, ne? Wir besitzen eigentlich alles, wir haben alles, was man braucht.
an Ländereien, an Gebäuden, an Fahrzeugen. Da finde ich, ist zum Ende hin im LS19 jetzt einfach nochmal 2 Monate Zeit, auch mal sowas zu probieren, ne? Im Spiel, aber da müsste ich rausgehen, meinst du? Das kann ich ja jetzt nicht hier, oder? Komme ich hier in die Tastenbelegung so rein, dass es wirklich dann auch speichert. Mal gucken. Gute Idee auf jeden Fall. Danke für die Info. Ich hätte sonst das Spiel beendet und mal geguckt, ob es dann geht. Auch jetzt greift er auf. Kann man mal machen, ne? Macht man auch nicht immer, Leute, das ist klar. Ist auch noch nicht perfekt gegriffen. Dann noch nicht so richtig die Höhe einschätzen kann. Das ist, glaube ich, schon ein Stück zu weit, ne? Generell die richtige Höhe, Höheneinstellung wissen. So, ne? Das war auch noch mal was anderes. In der Zeit mal wieder mal runter, aber es wird ein bisschen dauern. Kann einmal schnell die Feuchtigkeit messen. Also wir sehen es oben, es ist definitiv zu feucht, aber wie viel zu feucht? 23%. Quaderballen, Strohbergungs mit Ballenkollektor ist besser für das Vorhaben. Ja, nö, das ist genau das Vorhaben. So wie die das teilweise auch in echt machen, mache ich das auch hier, ne, mit so einem. Natürlich gibt es das andere auch. Das sage ich gar nicht. Aber Oliver, der Fischer ist auf Highspeed. Genauso wollte ich das hier. Einfach mal selber. So. Und das Ganze spaßig in der Innensicht. Normalerweise, glaube ich, kann man da aber 5 oder 6 Ballen mitkriegen, ne? Und loslassen tue ich die wieder. Mit Y, okay. Gegengefahren, alles wieder weg. Das war wirklich zu schlecht. Einfach. Geht auch. Doch lieber Außenansicht. Mal schauen. Obwohl in der Innensicht auch irgendwie cool ist. Mal was so hinkriegt mit dem Ball nachher. Ja, ich kenne diese drei auf einmal. Die sammeln das auch hinter der Ballenpresse auch, ne? Der hängt noch häufig hinter der Ballenpresse noch dran.
Und eins ist natürlich klar, die einfachste Art und Weise wäre Autoload. Ich völlig außer Frage. Und ich werde bestimmt auch nicht durchhalten, das ganze Feld so abzusammeln, Leute. Also keine Sorge. Ja, ich habe noch hammer viele Felder, die geerntet werden müssen. Eigentlich alle außer zwei. Wobei, bei einigen müssen wir ja noch auf Erntereife warten. Ne? Ich mache gerne nochmal einen kurzen Überblick, Leute. So, die Marge ist komplett besät. Wir haben aktuell geerntet Feld 38 und wir haben unten schon Feld 34. Wir haben noch viele, viele weitere schon erntereife Felder. Siehe die gelben. Und alles Grüne ist im Wachstum. Ne? Also von daher, wir haben noch einiges auf der Agenda. Heutiger Ingame-Tag wird ein mega Erntetag. Wir warten jetzt auf entspannt, bis es trocken ist, und ich habe jetzt gar keinen Bock auf Stress vorzuspulen, dass es trocken ist, sondern ich dachte, warum machen wir nicht mal sowas? Auch wieder eine spontane Idee, einfach nur, weil ich es vorhin bei der Ballentechnik gesehen hatte, als wir die kleinen Ballenpresse gekauft haben. Ne? Da dachte ich mir, ach, kannst du auch mal machen. Gar nicht so lange her, da habe ich das mal im Video in echt gesehen. Schon beeindruckend, wie die Fahrer das können, wenn sie da, ne, ein bisschen trainiert sind, wie schnell sie diese Ballen so mit dem Gerät greifen. Die fahren eigentlich nur, ne? Die halten gar nicht so wie ich jetzt hier noch an, die fahren einfach nur, die Ballen passt dann irgendwie rein und dann greifen sie ihn so ungefähr. Der passt natürlich jetzt nicht so gut, so dass ich den wahrscheinlich eher noch mal wieder loslasse. Den einen nicht mehr gerade hinkrieg. Wir fahren da so passend ran, dass die Ballen dann auch direkt halt so, ne, liegen, wie sie nachher gegriffen werden können. Nummer 11. Moin moin, Nummer 11. 34 kann ich nicht ernten. Was mit 34? Was ist dann noch auf 34? Also einige Felder sind ja auch, ne, sind andersweitig belegt. Aber ich habe nicht 66 Felder zum Ernten, aber wir haben noch sehr, sehr viele Felder zum Ernten. Schön ist, nachher fahren wir hier hin mit Autoload, zack, zack, alle weg. Und der geht natürlich auch nicht besonders hoch, der Radlader. Müsste man eigentlich mit so einem Teleskoplader so machen, dann kann man richtig schön große Haufen aufstapeln. Oh, gleich haut uns die Ballenpresse den Haufen wieder um. Sie ist kommen. Ja, das geht leider nicht mehr. Auf der 34 steht der Hof, ja. Wir haben ja auch ein Zentrallager, also ist Produktion, Feld 21 und 27, ne, können wir auch nicht mehr ernten. Und so mehrere Felder, die man nicht mehr ernten kann, weil andersweitig in Verwendung. Auch die 11, ne, 11 ist ja auch komplett voll mit Produktionen.
Immer noch im Vorgewände. Aber an sich funktioniert der Greifer gut, ne? Ich glaube, das wäre doch auch nochmal was für den Fat Community Day, oder? Aber ich weiß gar nicht, in welchem Mod die hier drin sind. So, ne? Ohne Autoload. Mit 3-4 Leuten mal so ein Feld absammeln mit solchen Geräten. Und dann auch manuell das Verladen auf die Anhänger, ne? Dann mal gucken. Wer da im Community Day mitmachen wollen würde. Aber wir haben leider keinen Stroh. Aber wir hätten noch Gras. Wir können auch Gras beimachen. Der eine ist so weit draußen. Wenn sie zu weit auseinander sind, dann kriegt man halt schon nicht 5 mit. Da muss man sich wohl mit 4 vergnügen. Aber ist auch cool, also mir gefällt's. Ich weiß, wie voll mit den Threshern, die Rückmeldung ist immer so, verhalten. Aber da noch ein paar Leute am Start sind, kann es nicht so schlimm sein, ne? Dass ich das jetzt hier gerade mache. Große Ernte wird dann, wird sich um ein paar Wochen verschieben. Daneben steht die ganze Technik. Wart schon. Aber ich denke, von 10 Uhr brauchen wir mit der Ernte nicht zu rechnen. Jetzt nicht stimmen, wenn es ein bisschen früher stattfindet, aber glaube ich. Ach, 34 habe ich gesagt. Deswegen seid ihr alle verwirrt. 54. Ja, sorry. 34 kann ich nicht ernten, nee. Und höher als 5 kann ich mit dem Radlader wohl auch nicht stapeln. So, aber schon gut. Ja, wollte ich so. Hast da ja neben noch einen 4er Stapel. Aber für sowas ist ja auch mal so ein Stream einfach da, Leute. Weil in den normalen Folgen, in den 20 Minuten, wenn ich sowas mache, ne, dann bin ich mal gerade 4 Ballen gesammelt. Das passt doch ganz gut. Das Folge ist jetzt ja eh ein bisschen länger. Ich glaube nicht, dass er sich noch gerade zieht. In Wirklichkeit gehen die auf jeden Fall auch nicht so zimperlich mit den Ballen um. Ja, der ist weg. Hört man eher dann noch mal wieder anders noch mal an. Und dafür, dass ich das erste Mal im LS mache, finde ich, bin ich jetzt nicht so schlecht mit diesem Gerät. Ein Greiferzange.
Das Schöne ist ja wirklich doch, also es macht Spaß. Macht auch Spaß, muss ich sagen. Da haben wir keine Zeit für, ne. Für so eine Arbeit hat man keine Zeit. Mir ist ja auch, deswegen sind wir ja auch heute hier, wo wir sind, mit 38 Millionen, mit einem Vollbesitz der Marsch. Ja. So was macht man, also mache ich auch nicht am Anfang. Weil da will man ja auch schaffen, vorankommen. Aber wie ich vorhin oder ne, vor einer halben Stunde oder so gesagt hatte, wenn ich jetzt, wann dann im, also ne, im LS19 bleibt sonst keine. Natürlich ist Community Day Projekt auch noch so eine Geschichte, wo man mal sowas machen könnte. Deine Ballen da so blöd weg. Muss man ja versuchen können, eigentlich, weil man immer schön mittig ein hat. Da müsste man auch das locker eigentlich schaffen, links und rechts noch zwei daneben zu kriegen. Ich habe nur noch nicht so halt genau die Peilung. Ich meine, so ist er perfekt, glaube ich. Der ist natürlich wieder, der liegt blöd. Vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt haben wir nämlich noch die Außengreifer, haben wir noch. Und dann kriegt man damit 5 Stück schön mit. Der hat sich auch verdreht. Muss schon ein bisschen gerade drauf zufahren, ansonsten klappt das nicht so gut. Da kann man auch Pappeln auf 66 machen. Ja, mach das hier mal mit den Ballen von Feld 66. Ja, guckt euch das an, Leute, hier. So sieht es aus. Schick, oder? Ja, es ist schick. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, danke. Aber ich habe schon mehr damit weggesammelt, als ich am Anfang gedacht hätte. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das Ding überhaupt Spaß macht, aber irgendwie macht Spaß. Na, aber auch wie gesagt, ich sag's ja nochmal, das macht jetzt Spaß, wenn man schon alles hat, ne? Und nicht irgendwie verdienen muss und schnell das nächste Feld kaufen muss. Die nächsten Produktionen, die alle kommen werden, die können wir uns auch leisten, denn logischerweise wird keine Produktion kommen, die irgendwie 38 Millionen kostet. Wir können auch sonst einen nordfriesischen Marsch Wolkenkratzer oder so, der dann irgendwie 20 Millionen kostet. Aber habe ich nicht geplant. Danke für den Follow, moin. Ja, mit Autolot ist ja, wissen wir alles, ist ja alles kein Problem. Das hier ist tatsächlich, wenn man das selber machen müsste, boah. Respekt, wer es selber macht, wie ich vorhin schon sagte. Aber so ist es in echt, ne? Ich komm's auch nicht mit dem Autolot um die Ecke. Aber wir machen hier. Und werde besser. Ich musste nur noch die Tasten besser belegen, damit ich das irgendwie auf einer der etlichen Maustasten zum Beispiel definiert habe, damit man nicht immer so blöd umgreifen muss. Ne?
Ja, das gibt's nicht mehr. Und so eine Hochhaussiedlung, die man dann bauen kann oder so. Ein paar Hochhäuser. Jeweils ein paar Millionen. Und ordentlich Mieteinnahmen denn, also tägliche Einnahmen. Gefühl, dass ich schon wieder, dass der Ball links gleich abhaut. Geht, ne? Ein Hotel? Ja. Ferienhäuser haben wir ja schon, ne? Hotel macht auch Sinn. Oder ein Yachthafen oder so. Ich muss sogar sagen, das ist eine Arbeit, die geht auch gut in der Innensicht. Wenig arbeiten, wo ich das sagen würde, aber das geht echt gut. Nicht entscheiden, welche Seite ich jetzt nehmen soll. Oh, guck mal, ist doch gar nicht so langsam. Ja, der eine schiebt schon die Ballen hinten auf, die Ballenpresse. So ungefähr. Ja, das habe ich geahnt. Nur den Türmchen üben wir noch. Das ist ja, wenn man noch ein paar Mal gefahren ist, dann kann man es auch besser einschätzen, wo die Ballen ungefähr hinlanden. Wenn man fährt, dann kann man sie auch ein bisschen besser gegriffen kriegen. Aber das ist natürlich ein Problem, sobald man das Lenkrad natürlich aus der Hand nimmt, verzieht er logischerweise. Und schon greift man den Ballen, so wie jetzt den rechten, nicht mehr schön gerade, sondern nur noch so leicht schräg. Ich sag moin moin und danke fürs Reinschalten an alle, die noch da sind. Und danke auch fürs Durchhalten hier mal mit selber Ballen sammeln. Noch nie gesehen, ne, bei mir, also von daher heute auch mal einiges Neues hier auf die alten Tage des LS19. Ich würde sagen, hat er links schon gegriffen oder kann ich noch greifen? Muss einmal neu greifen. Jo. Ein paar Windparks. Ja, kann ich natürlich auch platzieren. Offshore, auch draußen am Wasser. Kein Problem. Und platzieren da 10 Windmühlen. Zwischen dem Festland hier und der 66 Feldgeschichte da drüben. Kann leider nicht höher. Ich kann das so ein bisschen raufstapeln vielleicht, aber auch schief gehen.
Hardware kann der nicht. Da müsste man mit dem Teleskoplader. Ja, es sieht aus, als hätten wir schon richtig viele geschafft, aber ich glaube, wenn wir das ganze Feld betrachten, ist es überschaubar. Die ersten kriegen auch schon Angst, ob ich das wirklich das ganze Feld durchziehen möchte. Geht noch. Sieht auch schon fast gut aus, ne? Hm. Oh, also Level hat nicht mal Ballen gepresst, ne? Das gibt's bei uns ja schon mal, aber. Ich brauche ja auch nicht mehr, ne? Jetzt der Sonnenaufgang. Aber die sehen echt schon schön, also wenn man sieht, ne, im Vergleich zu den ersten, die Reihe sehr gut geworden. Vielleicht doch noch ein bisschen dicht. Bloß die Ballenpresse da, aber die, wenn sie alles schön zusammenschiebt, können wir ja hin, zack aufnehmen, ein Stück zurück, zack aufnehmen, müssen wir mal gucken. Nicht tief genug. Ja, die Beinpresse sich immer noch wieder freigekämpft, ne? Auch bei Gefahr, wenn sie hier so übereinander liegen, dass man auch mehrere weggreift. Natürlich der nicht so schön ist. Okay, das geht. Auch reingekämpft. Ah, den hat er einen tatsächlich mitgenommen. Der hält auch komplett fest. Ich glaube, wir könnten ihn auch rausnehmen, ne? Ja, hier ist echt viel zusammengeschoben. Da liegt noch ein Bein, hier liegt noch ein Bein.
sehr vereinzelt, weil das war ja auch Vorgewenderei und Vorgewenderei, wissen wir ja, ist durch den Regen ja fast komplett vernichtet worden. Und wie gesagt, Windparks kann man selber platzieren. Und das war das Getreide jetzt noch. Nur 23%. Also ich weiß nicht, ob es noch schlimmer wird. Manchmal haben wir so einen Morgentau, ne? Und da wird es noch ein bisschen schlimmer. Also ich meinte so mal ein bisschen. Natürlich auch machen könnten. In der Zwischenzeit war mal Feld 54 aufzuräumen. Aber ein paar Ladungen gehen noch, ne? Muss man, ne? Muss ein paar Ladungen gehen noch. Das nächste Mal merke, wenn man sowas nochmal machen sollte, mache Haufen in der Mitte des Feldes. Ich schieb da drüben was weg. Deswegen muss man das Lenkrad genauso festhalten und dann wieder umgreifen. Das ist halt echt unpraktisch. Ja. Mahlzeit zusammen, Ballen manuell sammeln. Ganz großes Kino, ja, ne? Ich auch. Nicht immer nur Autolot. Ausnahmsweise aber auch nur. Nur ausnahmsweise mal. Schon höher, dann haben wir's. Nicht die genaue perfekte Höhe. Echt ein bisschen Konzentrationssache, aber dann geht's. Sagt er und kriegt er den Ball nicht ordentlich, aber ist typisch. Aber gleich so den direkten Vergleich zu den ersten Versuchen, ne? Der in der Mitte, der ist definitiv. Wenn man das jetzt schick machen will, dann sollte man das wahrscheinlich einmal kurz vorher abladen. Und dann macht man das so. Und dann so, Leute. Und dann ist es perfekt. Wenn man das jetzt noch mit dem Teleskoplader machen würde, dann würde man auch ein bisschen Höhe gewinnen, ne? Aber im Vergleich zu den ersten. Nice. Mir gefällt's. Märche, was? Märchehaufen auf dem Feld, die Bauherrin. Meinst du? Ich glaube, irgendwie irgendwas Schreibfehlermäßiges drin, das es nicht verstehen lässt.
gar nicht so weit hochklappen. Den kriege ich so nicht richtig. Bin, glaube ich, schon ein bisschen zu weit. So sieht es besser aus, glaube ich. War nicht ganz so von der Höhe perfekt, aber... Jo. Jetzt haben wir da noch einen... Kann man die auch so schön ranklappen. Und man nachher weiß, wie die ganzen Beine sich verhalten. Also nicht... Das ist großes Kino. Guck auch hier nochmal schnell einmal abladen. Bisschen schieben. Da haut leider eine ab. Mist. Das ist blöd gelaufen. Das geht so nicht. Ich kann aber auch nicht nur einzelnen lockern, ne? Ich muss wenn alle lockern. Hat der eine schon wieder ab, unglaublich. Ja, das ist auch wesentlich entspannter mit Lenkrad, weil du dann viel genauer lenken kannst, ne? Soll man so? So, große Konzentration auf jeden Fall. Aber ich sehe auch gerade, wir sind, haben fast 5 Stunden, krass. Ja, wir können gleich nochmal eine Feuchtigkeitsmessung, da haben wir schon mal eine Idee für demnächst. Aber der ist schick da auch, also mir gefällt's. Da sind schon Welten zwischen, in der Mitte ist Versuch 1, links ist Versuch 2 und rechts ist jetzt Versuch 3, ne? Mehrere. Ach so, ja, damit sie nicht so weit fahren müssen, meinst du? Ich habe teilweise riesige Haufen auf dem Feld gesehen, das kann nur, ich habe es leider nicht geschafft mit der Drohne zu filmen. Aber ich habe riesige Haufen auf dem Feld gesehen, die wahrscheinlich dann aber eher, ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das sogar noch mehrere Haufen denn waren. Ist ein bisschen blöd gegen die Maus. Zack, ran damit. Einer geht noch. Ach, das war blöd, selber wieder verlenkt. Ja,
auch gut. Kriegen wir noch oben rauf und dann noch eine Schicht und dann eine Schicht im Schacht. So sieht's aus. Eine Schicht und Schicht im Schacht. Bisschen zu weit, ne? Nach hinten durch, aber der Haufen hält. Mit jeder Bauer neidisch. Ne? Aber wie gesagt, so ein Video davon auf YouTube gesehen, mit genau diesen Fahrern, das ist schon krass, wie die Ballen aufsammeln. Die machen das noch ein bisschen entspannter als ich, ne? Die sind schon nicht schlecht, tatsächlich, aber die sind in Real Life noch mal deutlich schneller mit so einem Gefährt. Die würden auch in der Regel nicht anhalten, sondern so, zack, weiter zum nächsten. Und wahrscheinlich auch nur so ein bisschen anditschen und schieben. Vielleicht haben sie auch eine bessere Tastenkombination. Und auch hier nur so knapp ranschieben. Wollte wieder zu viel. Ich sozusagen der Außen ist jetzt ein bisschen zu weit außen, ne? Bei uns machen sie viele Rundballen. Ja, bei uns sind auch viele Rundballen. Ich habe es wie gesagt, wenn ich das in echt jetzt hier bei uns in der Gegend gesehen hätte, ich hätte auch versucht, da ein schönes Drohnenvideo von zu machen, aber habe ich nicht. Nur noch mal den linken da irgendwie so ein bisschen Emo gegen drücken. Und dann haben wir es besser. Das ist besser. Krass, ja, heftig. Also die Hälfte, na, mehr als die Hälfte der Ballen von dem Feld habe ich weggesammelt. Wer weiß, so eine. Am nächsten Donnerstagabend, also wenn die Folge läuft jetzt ja am Dienstag, wir sind jetzt auch am Ende, ne? Wir haben 5 Stunden schon drüber. Deswegen die letzte Ladung, die wir heute. Ich sage vielen Dank fürs Reinschalten schon mal. Danke wieder für den Super Sunday. Wie gesagt, die Minecraft-Freunde kommen heute Abend noch auf ihre Kosten im Livestream. Ab ca. 8:15, 9, je nachdem. Plus, minus. Jetzt denn mit Minecraft ein bisschen bauen weiter. Schick, schick, schick. Nur vorsichtig wieder wegfahren und mal gucken, ob das alles so beim nächsten Mal noch steht. Ne? Eigentlich wäre das natürlich nochmal ein. Sag mal so. Viel Folge. Ja, ich hoffe, ne? Das ist 5:30, glaube ich, spielen sie 2,5 Stunden noch hin. Dauert noch ein bisschen. Gut, liebe Leute, also vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Schönen Nachmittag euch. Wie gesagt, den einen oder anderen vielleicht heute Abend dann in Minecraft wieder. Habt noch einen schönen Sonntag für den Rest. Ja, danke fürs Reinschalten, danke fürs Support und bis zum nächsten Mal. Tschüss.